Und telefonisch zugeschaltet ist mir jetzt Stefan Meyer, CSU-Politiker, Bundestagsabgeordneter und dort Mitglied im Innenausschuss. Guten Abend, Herr Meyer. Schönen guten Abend. Grüß Gott. Am Montag erst die Tat im Regionalzug in Würzburg, heute im Einkaufszentrum in München. Wie angespannt ist die Lage in Bayern? Die Sicherheitslage ist natürlich sehr angespannt, gerade zu den jetzigen Stunden. Unsere Gedanken sind natürlich jetzt insbesondere bei den unmittelbar Betroffenen, vor allem bei denen, die verletzt sind und im kritischen Zustand sind, aber vor allem natürlich auch bei den Einsatzkräften, die immer noch dabei sind, die Lage in den Griff zu bekommen. Die Täter sind ja offenbar immer noch flüchtig und ich glaube, es geht jetzt zunächst mal darum, den Einsatz erfolgreich zu beenden, die Täter zu fassen. Und dann sollte man sich über alles weitere Gedanken machen, welche Rückschlüsse aus diesen kürzlichen Entwicklungen zu ziehen sind. Sie sprechen den Einsatz an. Wie eng arbeiten da die Behörden in Bayern und die Bundesbehörden zusammen? Mein Eindruck ist der, dass die Bayerische Landespolizei engstens kooperiert mit der Bundespolizei, aber nicht nur mit der Bundespolizei, auch mit den Einsatzkräften aus Hessen, aus Baden-Württemberg, auch aus Österreich sind Einsatzkräfte mit hinzugerufen worden. Also ich glaube, man kann wirklich mit Fug und Recht behaupten, dass dieser Einsatz der Bayerischen Landespolizei, der größte seit vielen Jahrzehnten ist, sehr professionell, sehr gewissenhaft vonstatten geht und dass alles Menschenmögliche getan wird, um die Lage schnellstmöglich in den Griff zu bekommen. Wir haben jetzt innerhalb von einer Woche zwei Situationen erlebt in Deutschland. Zuvor ist Deutschland aber im Vergleich zu Frankreich und anderen Ländern bisher sehr selten, fast gar nicht Ziel von Terrorismus, egal welcher Art, in den vergangenen Jahren gewesen. Weshalb ist das so, dass andere Länder betroffen waren und Deutschland bisher eigentlich nicht? Ja, es ist ja immer wieder auch von Innenpolitikern darauf hingewiesen worden, dass Deutschland genauso im Fadenkreuz des Terrorismus steht, auch insbesondere des islamistischen Terrorismus steht, wie es Großbritannien, Frankreich und Belgien schon seit längerem tun. Und es gab ja auch in Deutschland geplante Anschläge, die gescheitert sind, die teilweise auch rechtzeitig aufgedeckt wurden durch eine sehr gute, intensive Polizeiarbeit, auch einer sehr engen Kooperation mit den Nachrichtendiensten. Also ich möchte jetzt nicht behaupten, dass wir hier naiv waren. Aber es war schon so, dass Deutschland auch in der Vergangenheit teilweise Glück hatte und wir eben verschont geblieben sind von Anschlägen. Jetzt hat es zweimal sehr massive Anschläge gegeben in Deutschland. Gerade der laufende in München ist aus meiner Sicht wirklich ja, schockierend und in jeder Weise auch eine Zäsur aus meiner Sicht auch für die weitere Debatte über die Sicherheitslage in Deutschland. Aber es wäre verfehlt, die Situation jetzt so darzustellen, als ob wir in der Vergangenheit nicht bedroht gewesen wären. Welche Maßnahmen, wir kennen den Hintergrund jetzt noch nicht, aber welche Maßnahmen kann denn die Politik ergreifen und sei es, dass das Sicherheitsgefühl wieder verbessert wird? Ja, wir haben ja in den letzten Monaten schon sehr viel gemacht, sowohl was die bessere personelle Ausstattung der Sicherheitsbehörden anbelangt, aber auch was gesetzliche Änderungen anbelangt. Wir haben in den letzten Monaten durch verschiedenste gesetzliche Änderungen, wir haben erst jüngst vor 3 Wochen ein Antiterrorpaket verabschiedet, unsere Sicherheitsbehörden auch gesetzgeberisch besser ausgestattet. Aber, und das gehört zur Wahrheit eben auch mit dazu, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Und das hat sich heute auf ganz dramatische und ganz schockierende Art und Weise in München realisiert. Noch dazu in der sichersten Hauptstadt oder in der sichersten Großstadt Deutschlands. Und vor dem Hintergrund wird mit Sicherheit jetzt auch im Nachgang zu diesem schrecklichen Szenario auch darüber zu debattieren sein, was denn noch an weiteren Veränderungen und Verbesserungen vorzunehmen ist. Wie gesagt, wir haben schon viel getan, aber nichts ist so gut, als dass es nicht noch besser werden könnte. Und das subjektive Sicherheitsgefühl der Menschen, das Sie angesprochen haben, hat in den letzten Monaten sehr gelitten. Und hier gilt es auch entsprechend deutlich zu machen, dass wir als Staat, dass die staatlichen Sicherheitsbehörden hier auch wieder die Oberhand gewinnen müssen.
Herr Mayer, der Hintergrund dieser Tat ist natürlich noch nicht geklärt. Wir wissen auch nicht, wie schnell das gelingen wird. Ein islamistischer Hintergrund steht überhaupt nicht fest. Im Gegenteil, es wird auch über eine weitere Möglichkeit gesprochen. Und zwar ganz einfach, weil heute der 5. Jahrestag des Massenmordes des Rechtsextremisten Breivik in Norwegen ist. Können Sie sich vorstellen, dass ein solcher Hintergrund, also ein rechtsextremistischer, auch möglich wäre? Ich bin der Überzeugung, dass man zum jetzigen Zeitpunkt, wenige Stunden nachdem sich dieses schreckliche Attentat ereignet hat, dieser Terroranschlag, davor hüten sollte, vorschnelle Rückschlüsse zu ziehen. Ich glaube, man sollte zum jetzigen Zeitpunkt keine Alternative ausschließen, sowohl was eine islamistisch motivierte Begehensweise anbelangt, aber auch was möglicherweise einen rechtsradikalen oder fremdenfeindlichen Hintergrund anbelangt. Jetzt muss die Priorität die sein, dass die Lage schnellstmöglich in den Griff bekommen wird, dass die Täter gefasst werden, dass auch München wieder in einen Normalzustand zurückgeführt wird. München befindet sich derzeit im Ausnahmezustand, in einem Schockzustand. Das gilt es jetzt erstmal abzuwenden. Und dann bleibt mit Sicherheit auch genügend Zeit, dann die richtigen Rückschlüsse zu ziehen, wenn dann wirklich auch die Erkenntnisse klar auf der Hand liegen, was die Motivationslage der Täter war. Vielen Dank, Stefan Mayer, für Ihre Einschätzungen dazu als Abgeordneter des Deutschen Bundestages. Bitte schön, alles Gute.